Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Bönisch. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es ausnahmsweise mal kein Video mit Cam, sondern ohne, denn ich habe Titanfall gespielt. Es ist ein richtig geiles Spiel, was ein Spiel wahrscheinlich mit Zukunft ist. Denn, haha, das Spiel spielt auch in der Zukunft. Wortwitz. Was zum Teufel versucht er? Schaut euch das mal an. Nochmal mit den Zeitlupe. Alles ist gut. Jeder ist mal auf Droge, aber das wisst ihr alle. Also bitte nehmt nicht zu viele Drogen, sonst endet ihr so. Ich hoffe, das war eine kleine Vorwarnung für euch. Natürlich war es das. Auf jeden Fall, heute mal wieder ohne Cam. Das seid ihr von mir eigentlich gar nicht gewohnt. Und es hört sich bestimmt komisch an, so ohne Cam ein Video zu sehen von mir. Allerdings, bei so einem Video will ich nicht die Cam unbedingt dabei haben. Denn ich muss sagen, dass es viele wichtige Sachen gibt, die man erwähnen kann. Und die Cam würde hier nur stören. Wenn ihr ein Live-Commentary von dem Spiel sehen wollt mit Cam, dann klickt den Daumen nach oben Button. Dann werde ich auf jeden Fall ein Live-Commentary machen. Und, ja, ich bin froh, dass ich mein erstes Spiel, übrigens, das ist jetzt hier meine erste Runde, nicht mit einem Live-Commentary versehen habe, denn das wäre ziemlich peinlich gewesen. Denn ich war hier übel stolz drauf, dass ich diese ganzen Minions hier kille, obwohl das gar keine richtigen Spieler sind. Also das sind wirklich nur Minions und es hätte klar sein sollen. Ich meine, schaut euch mal, wie schlecht die sind. Das war total klar, dass das hier Minions sind, aber ich war natürlich ultra stolz drauf und ich nach dem Motto so, ja, jetzt bin ich ultra Pro, auf jeden Fall, der Typ hat die Wand angesehen. Ich meine, ab dem Moment hätte mir das klar sein müssen. Alles klar, auf jeden Fall erzähle ich euch ein bisschen von der Story, wie es mit diesem Spiel begonnen hat bei mir. Und zwar habe ich das Spiel ja am Anfang gespielt. Und ich habe mit dem Trainingsmodus angefangen, wie die meisten natürlich. Und das ist so ein Pilotentrainingsmodus. Und ich meine, oh mein Gott, sind die schlecht. Und ich dachte, ich wäre gut. Oh mein Gott, nein. Zum Glück war das kein Live-Commentary, sonst hätte ich mich blamiert. Auf jeden Fall habe ich den Trainingsmodus am Anfang gespielt und da wird einem erläutert, was man so machen kann, den ich übrigens auch aufgenommen habe. Allerdings wurde meine Tonaufnahme nicht aufgenommen und naja, dann stand ich da zum Schluss und dachte mir so einfach nur, fuck, wieso wurde das nicht aufgenommen? Und hier wurde ich übrigens das erste Mal gekillt. Auf jeden Fall im Trainingsmodus wird gezeigt, ihr könnt sehr, sehr viele Sachen machen, die wirklich sehr skillbasierend sind. Und so ein Spiel suche ich auch wirklich, denn man kann an Wänden hochlaufen, man kann einen Doppelsprung ausführen und hier kommt mein Titan angeflogen. Richtig geil, das Teil sieht wirklich auch bombenmäßig aus. Da gehen wir dann rein, erläutert, wie das Ganze funktioniert, wird einem auch. Erkläre ich euch gleich alles, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Noch sehr lange sogar. Auf jeden Fall habe ich den Trainingsmodus gespielt und der ging wirklich 20 Minuten lang. Wenn ihr den nochmal sehen wollt, lasst ebenfalls einen Daumen nach oben da, dann werde ich mir auf jeden Fall, mir auf jeden Fall mal die Mühe machen und nochmal den Trainingsmodus spielen, obwohl ich ihn schon mal gespielt habe. Ich hoffe, das wird dann auch gehen, den zweimal zu spielen, aber ich denke schon. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade hier im Titan drin, ne? Und das Teil ist wirklich extrem geil. Was das Teil alles kann, werde ich euch gleich erklären. Und zwar, wieso ich finde, dass das Spiel skillbasierend ist. Zum einen kann man wirklich an Wänden hochlaufen und so weiter und so fort. Man kann sehr, sehr viele Sachen machen, die einfach ja nicht so einfach sind. Und man muss sich wirklich auf sehr, sehr viele Sachen fokussieren. Und nach 3 Minuten des Spielverlaufes kriegt man dann einen Titan zugesendet. Und jeder hat seinen eigenen Titan. Und jeder kann dann in seinem eigenen Titan drin sein. Und ihr seht hier gerade, ich habe auch meinen eigenen Titan bekommen. Nachdem ich glaube, 13 Minions gekillt habe. Und ja, nur Titan-Kills zählen, denn das sind auch wahre Gegner dann. Nicht, dass ihr euch fragt, so, man ist ja gut so. Also nein, das sind nur Minions, also ich habe da irgendwie nicht Pro gespielt. Ich dachte am Anfang, ich bin voll gut, aber ja, ich habe mich nur enttäuschen lassen. Gut, auf jeden Fall können wir natürlich schießen, ganz normal. Ihr seht hier gerade, dann können wir Raketen abfeuern und ein Schild. So, wir fangen erstmal mit dem normalen Schießen an. Das normale Schießen, ja, funktioniert ganz, ganz leicht. Und zwar man einfach, indem man einfach den Knopf zum normalen Schießen drückt. Ja, ist ziemlich einfach. Und so, dann können wir einen Schild öffnen. Und zwar, das ist das Schild. Es spielt gar keine Rolle, wie uns der Gegner angreift. Wir absorbieren seine Munition und schießen sie auf ihn zurück. Und der Schild kann natürlich nicht dauerhaft eingesetzt werden. Deswegen muss man ihn ja richtig schlau einsetzen, damit man nicht irgendwelche Fehler macht. Denn es dauert wieder eine Zeit lang, bis man ihn wieder einsetzen kann. So. Nach dem Schild können wir übrigens auch Raketen abfeuern, die allerdings auch absorbiert werden können von dem Schild und die werden dann wieder zurückgeschossen.
Also man muss da ein bisschen drauf achten, wann hat der Gegner sein Schild aktiviert und wann sollte man die Raketen abfeuern, denn die Raketen sind das, was am meisten einem Schaden macht. Und hier seht ihr gerade, es gibt auch einen Nahkampf und ich schieße gerade die Laterne, beziehungsweise ich greife die Laterne gerade an, beziehungsweise keine Ahnung, was es gerade war, eine Ampel oder so, auch wenn sie nichts dafür kann. Sorry Laterne, ich liebe deine Muskeln. So, jetzt sehen wir hier einen englischen Titan und schaut euch mal, wie er zerstört wird. Alter, oh, er weiß gar nicht mehr, was es geht. Er denkt sich einfach nur so, Danny, bitte hilf mir. Bitte, komm auf meine Seite. Aber ich so, nein, fick dich, du scheiß Titan. Ich bleib bei meinem Team. So, auf jeden Fall gibt es einen Knopf, wenn man nach unten drückt. Seht ihr gerade unten rechts. Jetzt habe ich in der Zeit, wo ja, das Gelbe seinen Lauf nimmt, könnte ich so sagen, bin ich auf jeden Fall stärker und mache mehr Schaden. So habe ich es zumindest gehört. Und ja, jetzt könnte ich hier noch ein paar Minions. Und wie gesagt, ich dachte am Anfang, das wären normale Leute. Aber nein, das sind keine normalen Leute. Denn ja, das sind auf jeden Fall nur Minions. Und da braucht man sich nichts einzubilden, wenn man die killt. So, jetzt wieder das Schild. Absorbiere alle Kugeln und schieße in sie zurück. Ich weiß gar nicht, ob wir die Kugeln dann getroffen haben. Weil ich glaube, er war dann nicht mehr in Range. Also also er war nicht mehr nah genug an mir dann, dass die Kugeln dann wieder treffen sollten. Aber gut. Auf jeden Fall, so, ich weiß zwar nicht, wer von euch dieses Spiel schon gespielt hat. Allerdings, die PS4ler haben natürlich ein großes Problem, denn das Spiel wird es nicht auf der PS4 geben. Das Spiel gibt es dann nur auf dem PC und auf der Xbox One. Es ist also ein Exklusivtitel für beide, obwohl so kann man das eigentlich gar nicht nennen, denn ja, es gibt es ja auf zwei Konsolen, nur auf der PS4 nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr die Xbox One nicht habt, könnt ihr es ruhig auf dem PC spielen und das war gerade echt ein cooler Kill, finde ich. Obwohl es nur Glück war. Auf jeden Fall, was ist eure Meinung zum Spiel und was mich interessieren würde, was denkt ihr, wem ähnelt das Spiel am meisten? Also ähnelt es am meisten Call of Duty, ähnelt es am meisten Halo? Was übrigens auch ein Exklusivtitel für die Xbox One ist. Oder ähnelt es am meisten Battlefield 4? Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Und jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Allerdings habe ich das so ein bisschen verplant. Vielleicht fällt es mir noch ein. Auf jeden Fall gut. Jetzt haben wir gewonnen. Und jetzt steht da, lasst das gegnerische Team nicht entkommen. So, jetzt wusste ich nicht genau, was man da machen muss. Auf jeden Fall gibt es jetzt auf der Map ein Flugzeug und dieses müssen wir abschießen. Und ich suche das Flugzeug. Ich sehe es hier auf der Map, aber ich frage mich, wie ich da hinkomme. So, jetzt warte ich. Jetzt sehe ich mich um. Gleich zerstöre ich dann das Flugzeug und wir haben das Spiel gewonnen. So, was ich jetzt sagen wollte, und zwar dieses Spiel ist übrigens von den Entwicklern von Modern Warfare 2 mein Lieblings-Call of Duty und das war ein Mitgrund, wieso ich mich so sehr auf das Spiel gefreut habe. Und ja, jetzt seht ihr hier, ich habe Pilotenkills 5 Stück gemacht, Titankills 0, ich habe 0 Titans zerstört, hat mein Team alles erledigt, also war nicht so gut, aber ich hatte halt nicht so viel Ahnung davon beim ersten Spiel. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen und wollt ihr mehr davon sehen, vor allem Live-Commentary mal, klickt den Daumen nach oben Button. Und ja, außerdem vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nie wieder etwas zu verpassen. Sorry, dass dieses Video ohne Cam war, allerdings dachte ich mir, dass dieses Video wirklich ohne Cam, dass es dort am besten ist. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und zu bewerten. Und dann sage ich noch 3, 2, 1, tschüss.